Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Warcraft 3 Let's Play. Ich hatte eigentlich gesagt, nach der Blutelfen-Kampagne spielen wir die Lord der Clans-Kampagne, wo es um Trial-Vorgeschichte geht. Aber ich hatte jetzt gerade gestern erst, haben wir darüber gesprochen, wie nett es wäre, die Nachbarn mal zu besuchen. Um sie besser kennenzulernen. Und da sind sie ja. schönes Zitat von The Burbs. Die Vororte. Vororte, nicht die Röpser. Jedenfalls egal, was laber ich hier eigentlich schon wieder für Scheiße. Was ich sagen wollte war, gestern habe ich mir Chasing the Dawn runtergeladen. Eine Kampagne, um den es um Admiral Baron Westwind und die gute Hochgeneral Brigitte Abendis geht. Und die Kampagne war so gut und so kurz, dass ich denke, sie können sie noch irgendwo reinschieben. Zwischen Rise of the Blood Elves vielleicht, bevor die letzten Parts kommen und dann leicht abschließen, dann mit Lord of the Clans. Ich möchte wirklich ein paar Warcraft 3 Kampagnen hinterwegs mal spielen. Ich hoffe, es gefällt euch. Die Kampagne geht auch nicht allzu lange. Vielleicht 3 Stunden habe ich dafür gebraucht gestern. Ich habe die durchgespielt tatsächlich, weil es sind nur 6 Missionen. Sind alle richtig, richtig gut. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Auf jeden Fall kommentiert. Ich liebe Kommentare. Was wollte ich noch sagen? Ist auf jeden Fall von der Machart her eine der geilsten Kampagnen. Auch schon wieder richtig schwer. Total nervig. Beginnen wir. Chasing the Dawn. Die Scharlachrote Armee. Der Scharlachrote Kreuzzug. Die Pestländer. Beginnen einer neuen Kampagne. Man muss dazu sagen, weil, die Kampagne beginnt kurz vor Ward of the Lich King. Bedeutet, alles, was in Classic mit dem Scharlachroten Kreuzzug passiert ist, ist bereits passiert. Beginnen einer neuen Kampagne. Ich erkläre euch gleich, was alles so passiert ist, aber vorher sehen wir uns noch ein richtig cooles Cinematic an. Und außerdem ist das Let's Play, beziehungsweise die Kampagne, komplett auf Englisch synchronisiert worden. Das bedeutet, wir müssen gar nicht viel lesen und wir müssen auch gar nicht viel reden. Und wir starten natürlich ein neues Spiel. You have crossed into the world of the dead in search of answers. Allow me to help. Der gute Lichtkönig. Elflord präsentiert. Die Map ist unten in der Videobeschreibung. Gaze now upon the lands below us. The Scarlet Crusade scurries to undo my work. While Light's Hope stands defiantly against us. A blemish upon these plague lands. They must all be shown the price of their defiance. Who's that? I said, who's there? In the name of the light, I command you, show yourself! Monsters! Taste Scarlet Steel! Der Aschenbringer.
retribution. Where you tread, doom will follow. Go now and claim your destiny, Death Knight. Genau. Und wir beginnen jetzt in Hafglen. Und zwar in Deutschland, auf Deutsch Herdweiler. Nicht Herz. Tal, Glen, glaube ich, heißt Tal. Nicht Herztal, sondern Herd. Und wir spielen natürlich auf Normal. Ich habe auf Normal gestellt und die Kampagne ist halt super schwer, also. The voice whispered, come to me. From the very beginning, I knew that it was the holy light speaking to me in dreams. At last, after all of my years of prayers and good deeds, the cleansing of the blight of the unliving from the face of Azeroth, after all of the failures and resurrections, the holy light has taken notice of our good work. I can feel it. We've grown bloated with ranks of unbelievers who yearn only to destroy the undead. That's not enough. I've instructed Jordan and Street to scrutinize their recruiting efforts, and both the commander and the bishop were receptive. Not that they had any choice. Bishop Street in particular seemed very enthusiastic. He spoke of a revival for the crusade, and swore to ferret out the weak of faith within our ranks. I told him to go easy. I've no intention of destroying the crusade. However, I do like the sound of forming an elite cadre of the most faithful to do the Light's bidding in Northrend. I fear the man's friendship with the craft is slowly twisting him. They both have their uses, though. I ready myself now to ride for Tirisfal Glades, to tell Mograine and Whitemane the same. If the Light is truly calling us, we must be unwavering in our faith, or all of this will be for naught. Gut, wir müssen mit Hochgeneral Brigitte Abendis, die nicht da ist. Ja, mein Freund. What the fuck, wo ist die hin? Abendis muss überleben. Wir haben die nicht mal. Fängt ja gut an. Hier, also Brigitte Abendis muss überleben. Sie ist nicht da. Check. Halt mich im Chat. Hab gewonnen. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Dann erzähle ich euch die Geschichte des Scharlachroten Kreuzzugs. Und das, was wir gerade gehört haben, ist das Tagebuch von Brigitte Abendis, der Scharlachrote Morgen, das wir in WoW auch finden können. Ich glaube, wenn es das ist, blende ich es hier ein. Ich würde sagen, wir sehen uns aber gleich wieder, wenn Brigitte Abendis verdammt nochmal da ist. Wo ist die Frau? Verdammte KG. So, Leute, nach 25 Milliarden Jahren rumprobieren. Brigitte Abendis, Daughter of the Crusader Members, Brigitte Abendis Rose, become the most important to the most elite of the Light Zealots. Habe ich sie selbst reingefügt. Das Witzige ist, sie kam nicht. Ich habe das ganze Spiel, nicht das Spiel, sondern die ganze Map nochmal deinstalliert, nochmal installiert. Alles aus den Foldern gelöscht, die ganzen Safe Games gelöscht, die seltsamerweise noch da sind. Ich weiß nicht genau warum. Alles gelöscht. Versucht wieder reinzumachen. Ist jemand verletzt? Sagt das Zauberwort. Hab versucht, alles hinzubekommen, hat nicht funktioniert. Dann habe ich die Map bearbeitet und habe Brigitte Abendis jetzt einfach hier hingesetzt. Wenn sie stirbt, passiert nichts. Sie hat keine Zauber. Außer Retribution. Was ziemlich lustig ist. Keine Ahnung. Hab mich auf der Website, wo der Spielersteller das Spiel hochgeladen hat, Hive Workshop, in die Kommentaren umgeguckt. Hat auch nichts. Hab ich auch nichts gefunden. Komisch. Gut. Jedenfalls, das kann sein, dass es jetzt ein bisschen schwieriger ist. Wir versuchen es trotzdem hinzubekommen. Brigitte Abendis. Wer ist Brigitte Abendis? Brigitte Abendis ist die Tochter des Hochgeneral Abendis. Hochgeneral Abendis war in der Kompanie
von Alexandros Morgraine. Alexandros Morgraine war einer der ersten silberne, also Handpaladine, nach den ersten Paladinen. Die ersten Paladine waren Turalion, Uta, Seidendarthrohan, einer aus Sturmwind, dessen Namen ich immer vergesse, irgendwas der Schreckliche, Jölvar der Schreckliche oder sowas, und Tyrion Fordwigin. Das waren die ersten Paladine. Die Sache ist die, diese Paladine, sie dürfen den Plan des Meisters nicht behindern. A necromancer! Kill him quickly before he raises the dead against us. There may be more out there. The plague lands have become full of his work. If we can find them, we must strike them all down before they can do any more harm. So, wir müssten auch alle Necromancer töten. Hier sind die schönen Seuchenkessel, die man auch aus WoW kennt. Das hier ist ja Hearthglen. Hearthglen, genau. Herdweiler. Und diese Paladine haben schnell damit begonnen, andere Paladine auszubilden. Und zwar auch Alexandros Morgraine. Alexandros Morgraine kämpfte mit seiner Kompanie, in der auch Hochgeneral Abendis diente, also nur Abendis, ich habe seinen Namen, Vornamen vergessen, Isilien und noch so ein paar Menschen, die einem bekannt vorkommen, wenn man die Lore des Scharlachroten Kreuzzugs ein bisschen kennt. Die spielen alle in einem Comic, das ich nicht habe, deswegen tut mir leid, wenn ich wenn ich das alles ein bisschen falsch erzähle, aber so habe ich mir das sozusagen habe ich so verstanden, sagen wir es so. Ja, mein Lenzer, was braucht ihr? So habe ich den Shit verstanden. Genau. Der gute Alexandros Morgraine fand das Herz eines Narus. Aber dieses Herz des Narus war so verdorben von dunklen, leeren Energien, weil der Naru gestorben ist, dass er es einfach nach Hause mitnahm und er, als er es anfasste, verbrannte seine Hand. Zur Zeit, als Trall aus Durnhold entkam, rief Alexandros Morgraine die Häuser, die er, denen er am meisten vertraute und denen, die er am meisten mochte, quasi ein, um dieses Artefakt zu untersuchen. Er hatte vom König erfahren, dass eine komische Seuche in den Nordlanden herrschte und war sich ganz sicher, dass diese Seuche möglicherweise tatsächlich das Ende aller Dinge bedeutete. Er schaffte es, zusammen mit Brigitte Abendis, ein paar anderen, Seidendarthrohan, glaube ich, war auch dabei, Alexandros Morgraine, Isilien, dieses Herz zu läutern. Das Herz des Narus zu läutern und ein unglaublich heiliges Artefakt zu erschaffen. Dieses unglaublich heilige Artefakt, er fasste das unglaublich heilige Artefakt an und es heilte seine Hand wieder. Die Hand, die durch das Artefakt quasi verdorben wurde, wurde wieder geheilt durch dieses Artefakt. Er kehrte zurück nach Tyrs Hand. In Tyrs Hand bekam er mit, dass die Seuche um sich schlug und dass Arthas, die seinen König verraten hatte, und dass sozusagen die Seuche so unglaublich stark war, dass nichts, aber auch wirklich nichts, ihr im Weg stehen konnte. Was tat er also? Er ging nach Eisenschmiede, um das gute Herz in eine Waffe zu schmieden. Und da die Zwerge, wohl bekannt, die besten der Rune des Mannes, yay. Nein, ihr habt ihn gekillt, verdammt, scheiß Bär. Hier oben irgendwas? Ja, mein Lenzer. Ein Schwein. Na toll. Für ein Schwein haben wir einen Mann verloren. Verdammte Kacke. Dort fanden sie heraus, also fand Magni Bronzebart gerade heraus, dass sein Bruder Muradin Bronzebart vermeintlich gegen Arthas gefallen war und dass Arthas ihn verraten hatte. Und er schmiedete mit der Wut und der Gerechtigkeit eines Bruders, eines verstorbenen Bruders,
den Aschenbringer. Eine unglaublich mächtige Waffe, mit der mit einem Schlag quasi die Untoten komplett besiegt werden konnten. Eine Armee von Untoten konnte mit der Waffe komplett geschlagen werden. Wo muss ich hin? Ich glaube nach links. Oh mein. Okay, wir ziehen uns ein bisschen zurück. For Lord Aron. Her mit der Penunse. Soll ich jemanden aufmischen? Was braucht ihr? We are the right. So, jetzt können wir die auch angreifen. So. Press on. Das soll sich mal lieber selbst heilen. Wenn wir den Heiler verlieren, sind wir am Arsch. Ich bin euer Diener. Genau. Er schmiedete den Aschenbringer. Währenddessen verlor einfach Glauderon komplett an allem. Glauderon war besiegt. Der Vater von Arthas schaffte es nicht zu überleben, wurde getötet von seinem Sohn, hat nicht überlebt, alles war am Arsch. Arthas belebte Kel'Thuzad wieder, tötete Uta, machte dies alles, was alles allseits bekannt war. Und die einzigen, die gegen ihn wirklich standen, waren natürlich Sylvanas, die Verlassenen dann gründete, und Alexandros Morgraine und sein Scharlachroter Kreuzzug. Es wurde jetzt umgeschrieben, dass er nicht den Scharlachroten Kreuzzug gründete. Eigentlich gründete er den Scharlachroten Kreuzzug. Das stand überall in jedem einzelnen Lore von Classic, stand, dass er den Scharlachroten Kreuzzug diente. Aber der Scharlachrote Kreuzzug ist ja quasi eine böse Organisation, und Alexandros Morgraine, der hat ja den Aschenbringer getragen, also muss er unbedingt gut sein. Frag mich nicht, wieso das jetzt so ist. Also er befehlte nicht den Scharlachroten Kreuzzug, sondern die Silberne Hand, warum auch immer. Die Silberne Hand unter seinem Kommando raidete quasi immer wieder von der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, Tyrs Hand, Herdweiler und dem Scharlachroten Kloster. Ich weiß, stimmt. Bevor es das Scharlachrote Kloster wurde, hieß es Alonsus Foul Kloster. Weil Alonsus Foul, der Erzpriester von Lordaeron, dort fiel. Auch gegen die Geisel. Fragt mich nicht, warum das alles umgeschrieben wurde. Eigentlich das Scharlachrote Kloster, egal, ich habe keine Lust mehr darüber zu reden. Ich finde, Alexandros Morgraine ist für mich immer noch ein Scharlachroter. Jedenfalls, oh. Verlassene. Nice. Genau. Das gute Bollwerk steht uns entgegen. Ja, mein Freund. Ich hab gesagt, bleib zurück. Do not test my resolve. Wretched Crusaders. This kingdom belongs to the Dark Lady. You are not welcome. Onward. Soll ich jemanden aufmischen? I will not falter. Was braucht ihr? Do not test my resolve. Versucht ihn natürlich immer ein bisschen anzulocken. Her mit der Penunse. Ja, Befehle? Was braucht ihr? We are the righteous. Soll ich jemanden aufmischen? I will not falter. Her mit der Penunse. Den fangen wir mal. We are the righteous. Ziehen uns ein bisschen zurück, damit der nicht Mitte kämpft. Und greifen dann mal an. Soll ich jemanden aufmischen? Smoky. Klar. I will not falter. Am besten greift man natürlich immer die Bogenschützen an. Wir haben jetzt aber so wenig Truppen. Sagt das Zauberer. Schon unterwegs. Schön, eine Runde der geringen Heilung. Damit können wir jetzt schon wieder ein bisschen mehr angreifen. Nice. War gut geschafft. Bin ja begeistert. Du ziehst dich mal zurück. Natürlich. Richtig. Der gute Watchman zieht dich auch mal zurück. Oh. Ja, okay, gut. Ja, mein Lenzer. Gut, den mit dem wenigsten Leben töten wir jetzt mal. Und beleben ihn wieder. Töten die Forsaken-Zelte.
Genau. Alexandros Morgraine, der jetzt im Kampf gegen die Geisel und gegen die Verlassenen immer wieder in den Krieg zog und gar nicht mal so schlecht dabei war, immer wieder gewann, kämpfte tatsächlich auch gegen Konflikte in seiner Familie. Er hatte zwei Söhne, Darion Morgraine und... Oh Gott, wie hieß der andere? Hochlord Morgraine. Alexandros Morgraine. Daelin Morgraine. Reno. Genau, Reno. Reno Morgraine. Renault. Renault. Reno. Reno Morgraine. Und. Ja, genau, das waren seine beiden Söhne. Tirith's Fall Glades. To think what this place was before. Stay wary, Crusaders. Our destination is just a little further up the road, but the undead occupy the towns surrounding the capital. If we get too close, they will not let us pass without a fight, one we are not prepared to give. We must avoid them at all costs. Okay. Press on. Alexandros Morgraine hatte Probleme in seiner Familie. Darion Morgraine wollte mit seinem Vater zusammen kämpfen, war aber zu jung und konnte nicht gegen die Untoten kämpfen. Und der gute Reno Morgraine. Reno Morgraine. Verdammter Name. Der gute Reno Morgraine, der neidete seinen Bruder und seinen Vater, weil er dachte immer, dass sein Vater Darion mehr mochte als ihn. Und er irgendwann den Aschenbringer erben würde. Davor hatte Reno Angst. Mehr als vor allem anderen. Der gute Daelin Fordwigan, der Sohn von Tyrion, hieß der Daelin? Ich kann, die ganzen Namen sind halt immer noch, vor allen Dingen in der Classic-Zeit, sind mir die alle nicht im Kopf geblieben. Der Sohn von Tyrion Fordwigan vermachte das Gebiet Herdweiler an den Scharlachroten Kreuzzug. Währenddessen. Das ist alles Classic-Lore, die ich euch gerade erzähle. Genau, er vermachte halt das Lager, seine Heimatstadt, sein Heimatland, seine Heimatlande an den Scharlachroten Kreuzzug und schenkte es ihm quasi. Deswegen ist Herdweiler ein Hand der Scharlachroten. Eine Verbindung der westlichen Pestländer mit den östlichen Pestlern mit Tirith's Fall. Aus dem Dorf, aus dem wir gerade kommen. Dazu kommt noch, dass Taelin Fordwigan, war dann ein Scharlachroter, war aber nicht einverstanden mit dem, was die Scharlachroten quasi ihrem Volk antaten. Und beschlossen also, mit Horde und Allianz, man konnte die Questreihe abschließen, dass er zurück zu seinem Vater kehrt. Das Problem war dabei, Isilien, Großinquisitor Isilien, hatte was dagegen. Großinquisitor Isilien tötete Tirion Fordwigan und ihn wollte den Spieler auch töten, aber Tirion Fordwigan rächte sich quasi und tötete Isilien. Und zog quasi dann mit gegen die Geisel. Dazu kommt, dass Alexandros Morgraine, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen leider Baldrick gekürzt. Ich ziehe mich jetzt komplett zum Scharlachroten Kloster zurück und erzähle euch dann, was mit dem guten Alexandros Morgraine passierte. Ja, mein Freund. Ist jemand verletzt? Do not test my resolve. Was ficht euch an? Wir haben nämlich gerade zu wenig Truppen. Press on.
Gut, wir ziehen uns gleich zurück. March. Show no fear. Press on. March. Show no fear. Verdammt. Wir können das Schalachrote Kloster gar nicht erreichen. Da wir Brigitte Abendis nicht haben. Ich hasse dieses Spiel. Jetzt schon. Reno Morgan, genau. Das ist jedenfalls das Schalachrote Kloster. Eigentlich sollte was passieren. Ich hasse dieses Spiel. Soll ich jemanden aufmischen mit der Penunze? Do not test my resolve. Press komisch. Stay wary, Crusaders. Our destination is just a little further up the road, but the undead occupy the towns surrounding the capital. If we get too close, they will not let us pass without a fight, one we are not prepared to give. We must avoid them at all costs. So, Leute. Onward. Ich habe nochmal alles deinstalliert, alles installiert, habe nochmal durchgeguckt. Man muss die Savegame-Ordner löschen, da habe ich dann auch getan, hat bei mir nichts gebracht. Ich habe das und dies und jenes gemacht und ganz am Ende habe ich mir einfach gedacht, naja, Savegames werden ja in Links gespeichert, als Profile. Da stelle ich mir einfach ein neues Profil. Null, hat funktioniert. Ah. Manchmal hasst man das, oder? Manchmal hasst man sich selbst. Alle Leute haben dieses Problem. Viele Leute haben es geschafft, indem sie die Savegames löschen. Bei mir hat es nicht funktioniert. Keine Ahnung, wieso nicht. Dann einfach ein neues Profil erstellt, alles funktioniert. Ich habe mindestens so lange, 2,5 Stunden gebraucht, um diesen Charakter wieder hinzubekommen. Und ich musste einfach ein neues Profil erstellen. Manchmal hasst man sich, oder? So, jetzt haben wir jedenfalls Brigitte Abendis, die kann sich einmal selbst heilen und einmal Judgment auf Gegner casten. Ich weiß nicht, ob ich hier hin will. Sind wir hier letztens lang gegangen? Ich glaube nicht. Die Geisel wirkt aber ein bisschen einfacher als die Verlassenen. Ich glaube aber, man kann hier trotzdem durch. Zombies. Tötet sie alle. Im Namen des Lichts. Ja, mein Lenzer. So, ich wollte euch erzählen, wie es mit Alexandros Morgraine weitergeht. Die Sache ist die... Ah, zwei Pferde werden wir uns kämpfen, wenn ich darauf klicke. Lustig. Wenn wir tatsächlich... Ich meine, als... Ach man, die Gefahr der Geisel sich zuspitzte für die Scharlachroten, passierte es, dass Hochgeneral Abendis starb. In den Armen von Brigitte Abendis, seiner Tochter. Brigitte Abendis war damals schon kampferprobt und eine sehr gute Kämpferin, eine sehr gute Gläubige ans Licht. Mit fanatischer Loyalität zum Scharlachroten Kreuzzug würde sie alle Untoten vernichten. Und das habe sie sich selbst und ihrer Heimat geschworen und ihrem Land und dem Licht selbst. Löwenherz. Heißt Ronin Drachenherz oder Löwenherz? Und wenn, ist er mit ihm verwandt? Natürlich. Das ist doch die Frage, die wir uns alle stellen, oder? Mark, even the gold has been corrupted, but I can still make out a name. Elaine. There is little we can do for Baelric now, but perhaps we can return this locket to her, whoever she is. Glaube nicht. Hab keine Lust darauf. Möchte Elaine Brightmore nicht sein Locket geben. Onward. Press on. Show no fear. Also wird Abendis quasi der nächste Hochlord, der dem Vater folgt. Ja, mein Freund. Ich bin euer Diener. I will not fault. Denn ihre Verbündeten der Scharlachroten Kreuzzugs wissen, wie gut sie kämpfen kann. Wie gern sie die Sache verfolgt, die sie hier tun. Und stand im Classic als Rabos im Tyrs Hand rum. Tatsächlich. Oh mein, ein Boss. Prepare to meet your end, Monsters. Face the might of Mograine.
Greifen wir weiter an. Velunara wird uns nicht im Weg stehen, wenn mal du auch bist. Was habt ihr? Sag das Zauberwort. Nice. Ist sie gerade abgehauen? Ja. Do not test my resolve. Northrend, you cannot be serious. I am. Even as we speak, our fleet in King's Harbor is readying for war. Are you mad? Or have you forgotten the last fleet that ventured north with thoughts of war? It is folly. I remember. But I do not believe it mad. Neither did Barry and Westwind. And where is he now? Buried beneath a frozen waste with the better half of our strength beside him. Not one man of his doomed expedition returned home. The betrayer must pay for his crimes, it is true. But not at the expense of the crusade. Not with so much still to be done here. You will find only death in the cold north. Not this time. The light has spoken to me in dreams, and it has shown me now is the time to strike. I care little for your dreams, Abendis. Not. You must not speak ill of the light, if her visions were truly holy. No, I will not hear of it. Our homeland, the kingdom of our fathers and their fathers before them, is still plagued with decay and infested with the infidel. And even this took my father years to accomplish. There is too much at stake to waste half of our forces on such a foolish venture. It would be the end of the crusade and all that we've fought for. Renault. Sally, do not tell me that you buy into this madness. The thought that she would take our best men, our most devout crusaders, and lead them to their deaths under the guise of divine providence, it is abhorrent. We welcome your presence here, General Amendus, and may the light bless you in all things. But I refuse to abandon Lordaeron to its fate just so we may find a frozen grave in Northrend. I do not want to hear of this again. I apologize for him. He is a good man, just, but at times his stubbornness gets the better of him. So what about you, Inquisitor? Do you believe in my vision? I hardly know what to believe. The light works in mysterious ways, and sometimes the right path is not the one that is clearest. Dreams can be the gateway to the divine, or they could be just that. Dreams. I see. You speak as if I've just given you a death sentence. My general, you misunderstand me. Just because I am not certain does not mean that this is not the way, or that I will not help. That is why it is called faith, believing in that which you cannot see. I will summon the men to the cathedral. You may question them at your leisure, and I am sure that my inquisitors would be more than willing to offer a helping hand, if you should ask. Meanwhile, I will soothe the High Lord's anger, and see if I cannot help him come around to our way of thinking, or at the very least, view it with a more open mind. Thank you. The light's blessings be with you. And with you. Und damit sehen wir uns in einem nächsten Part. Bis denn. So, Leute. Und das hier ist Herdweiler in WoW. Eine wunderschöne florierende Stadt in Grau gestrichen, in den Farben des Argentum-Kreuzzugs und Margus Bisp. Eine Statue von Tyrion Fordwigen steht hier, der den Lichtkönig besiegt hat in WoW. Herdweiler hier aus der Sicht von Cataclysm nach War of the Lich King. Da das Spiel während War of the Lich King spielt, oder kurz vor War of the Lich King, ist Herdweiler bereits von dem Argentum-Kreuzzug eingenommen worden. Der gute Tyrion Fordwigen hat seine Stadt zurückerobert, denn Herdweiler ist ein Geschenk von Thielen Fordwigen, seinem Sohn, an den Scharlachroten Kreuzzug. Nun hat er sich das zurückerobert. Wunderschön. Und ungefähr diesen Weg müssten wir gelaufen sein, zum Scharlachroten Kloster. Südlich von Herdweiler die Straße findend. Hier die neu bestellten Felder von dem Argentum-Kreuzzug, früher mit solchen Kesseln besetzt. Die Bäume waren verderbter. Das Land hat wieder einen Aufschwung erlebt. Im Gegensatz zu den östlichen Pestländern, wo die Verderbnis noch
viel, viel tiefer ist. Und wir sehen da hinten schon das Bollwerk. Das Bollwerk bestand früher nur aus irgendwelchen Holzscheiten aufeinandergelegt. Sylvanas hat mit Cataclysm ziemlich ausgebaut, eine große Mauer errichtet. Und haben die Argentum-Kreuzzüger und die Scharlachroten dafür zahlen lassen, was? Friedhöfer. Weitere Felder. Hier wurde tatsächlich Arthas Pferd begraben. Auf den Bauernhof. Irgendwo weiter hinten. Und wir bewegen uns in Richtung des Scharlachrotenklosters. Was sich genau hier befindet, auf diesem Weg. Wir sind tief im scharlachroten Territorium. Leichen, erhängte Sünder zieren die Bäume. Fanatischer Rufe hört man hier und dort. Und hier sieht man die Banner des scharlachroten Klosters. Und die ersten Fanatiker. Das Alonsus Fowl Kloster, nun das scharlachrote Kloster. Sally Whitemane regiert es seit Hunderten von Milliarden von Jahren, da sie unsterblich ist, schön in Rot gestrichen. Das letzte Bollwerk der Menschen in Thierrys Fall. Und so sieht es von innen aus. Ich werde euch nicht die Instanz zeigen, sondern nur hier den Vorraum. Könnt ihr euch ein bisschen ausmalen, wie es aussieht. Scharlachrote Wachposten stehen natürlich drinne. Loyale Fanatiker.